Du bist 35 Jahre alt und du verdienst pro Jahr 1 Million. Ja. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Ein herzliches Hallo zu dieser neuesten Podcast-Episode. Und wenn du hier nicht nur zuhörst, sondern zuschaust, siehst du, dass ich nicht alleine bin. Ich habe nämlich die wunderbare Yvonne bei mir. Ich grüße dich, hallo, Liebe. Hi. Und wir haben heute wieder, oder wir gehen wieder in das Thema rein, brutal ehrlich. Und ich habe wieder eine Frage dabei für dich, was mich echt interessieren würde. Die Frage habe ich dir nämlich noch nie gestellt. Und zwar, obwohl man es wahrscheinlich optisch nicht sehen würde, zwischen uns liegen ein paar Jährchen. Also man sieht es natürlich nicht, weil du älter aussiehst, aber ich so jung aussehe. Du bist jetzt, was bist du, 35, glaube ich. 35, ja. Krass. Und ja, ich glaube, man kann das so sagen. Du bist 35 Jahre alt und du verdienst pro Jahr 1 Million. Ja. Ich hatte das mit 35 noch nicht, ja? Sagen wir es mal so. Und darum würde mich mal interessieren, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ja. Das ist eine spannende Frage, die habe ich mir so auch noch nie gestellt. Weißt du, ich stelle mir das einfach so vor, kannst du kurz überlegen, du hast Freunde, du hast ein Umfeld. Mhm. Und wer ist schon mit 35 an dem Punkt, dass du so erfolgreich unternehmerisch tätig bist und das von sich sagen kann? Mhm. Es hat, also ne, machen wir uns nichts vor, viel Geld ermöglicht viele Möglichkeiten. Und ich bin ja ein Mensch, der auch, also ich habe viele Hobbys, viele Interessen. Manifestierender Generator 3.5. Ich habe so viele Interessen, ich liebe es, viele Dinge zu machen, vor allem zu reisen. Und das Ganze geht jetzt natürlich mit dem Geld auch sehr viel leichter, viele Entscheidungen, die ich treffe. Das Geld hat auf der einen Seite ganz viel in meinem Leben verändert und auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Ich bin ja trotzdem noch ein ganz normaler Mensch, der jeden Tag aufsteht, der aufs Klo geht, der seine Kartoffeln auch noch mit Wasser kocht. Und ein Freund hat mal zu mir gesagt, Yvonne, weißt du, was ich geil finde? Du bist mega erfolgreich und ich finde dich super inspirierend. Aber du bist immer noch genauso verrückt wie früher, du bist immer noch genauso lustig. Und viele haben ja dieses Geld verliert den Charakter oder wenn man viel Geld hat, hebt man ab oder wird irgendwie komisch. Und ich bin immer froh, dass mir so wieder gespiegelt wird, dass ich das nicht bin. Ich will das auch gar nicht. Aber natürlich ist es ein verdammt gutes Gefühl, dieses Geld zu haben. Also es hat für mich in meinem Leben insofern vieles verändert, dass ich so in mir so eine Ruhe habe, so eine Sicherheit, weil ich weiß, mir geht es gut. Ich kann für mich sorgen, ich kann meine Familie unterstützen, das mache ich auch. Und ich kann viel Gutes tun. Und ich habe viel investiert, ich hab Wohnungen, ich habe Immobilien, ich habe jetzt ein Haus gekauft, ich habe ein schönes Auto. Das sind alles, wo ich weiß, okay, früher, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich ganz oft so dieses, oh, was machst du denn später mit der Rente? Da musst du jetzt ja schon vorsorgen und du musst und du musst und du musst. Und ich hatte, also bei mir waren da auch Ängste, ja. So, oh, stimmt, jetzt bist du selbstständig, oh, jetzt wohne ich auf Zypern, hier gibt es ja auch keine Rente. Da waren schon Momente, wo ich mir dachte, ganz am Anfang noch, ganz, ganz am Anfang, okay, ich werde jetzt auch nicht arbeiten, bis ich irgendwann mal nicht mehr kann, sondern ich möchte auch ein schönes Leben haben. Für mich war immer so, so viel Geld zu haben, dass ich kann, aber nicht muss. Das ist eigentlich immer so ein Traum. Mhm. Und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich weiß, mit all den Assets, die ich habe, bin irgendwie an diesem Punkt angekommen. Mhm. Und es gibt mir innen drin nochmal so einen ganz anderen Frieden, eine ganz andere Sicherheit. Und ja, ich glaube, das hat sich gar, also es ist so ein Gefühl, was sich dadurch verändert hat. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, ich kann mir die 10. Chanel-Handtasche kaufen. Das ist es nicht. Aber es gibt ein Gefühl von Ruhe und Frieden. Und ich habe gerade auch in meine Gesundheit investiere ich sehr, sehr viel. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, ich kann das auch. Ja, ich weiß,
könnte jetzt, ne, wenn wir irgendwas haben, wir können auch mal zum Arzt gehen, wir kriegen irgendwelche Tabletten. Ich selbst habe auch eine Autoimmunerkrankung. Und einfach zu wissen, hey, ich kann alle alternativen Heilmethoden in Anspruch nehmen, die mich echt viel Geld kosten, aber ich weiß, das ist der Weg, den ich für mich wähle, der mir gut tut und mit dem ich mich so gut fühle, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu machen, die Entscheidung, die ich heute treffen kann. Und das ist schon ein echt geiles Gefühl. Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal dahin komme. Also in meiner Familie bin ich die erste Unternehmerin. Also soweit ich jetzt gucken kann, ich bin die erste Unternehmerin, die erste Millionärin. Und es hat mich auch irgendwo in mir drin stolz gemacht, ja. Wenn ich dir jetzt vor 10 Jahren gesagt hätte, vielleicht auch vor 5 Jahren, ja, wir werden hier sitzen, ich interviewe dich für einen Podcast, und du wirst uns darüber erzählen, wie es ist, wenn man pro Jahr 1 Million verdient. Was hättest du mir damals gesagt? Also vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich da jemals hinkomme. Da war ich nämlich noch Arbeitsbienchen. Da war ich fest angestellt, ich war gedeckelt. Ich hatte zwar immer diesen Karriereplan, aber du machst in der Wirtschaft keinen, machst du nicht 1 Million jedes Jahr. Also den Job will ich finden. Dafür habe ich nicht genug studiert, dass ich einen Job habe, wo ich im Jahr 1 Million mache. Ich war im Vertrieb und im Personalbereich. Da vor 10 Jahren hätte ich es nicht geglaubt. Vor 5 Jahren war ich so verrückt, dafür anzutreten mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe nicht geglaubt, so wirklich, dass ich das schaffe. Aber in mir drinne war dieser Hunger und dieser Ehrgeiz auf jeden Fall. Das Witzige ist, als ich meine erste 1 Million gemacht habe, ich hatte das noch nicht mal gewusst. Es war so ein ganz verrücktes Jahr. Ich werde das nie vergessen. Weihnachten, das Jahr davor, war ich mit Katharina und Chris. Wir haben immer zusammen Weihnachten gefeiert, wir drei. Und wir hatten eine coole Party. Und dann, ja, dann wurde mir eigentlich von den beiden so die Challenge gestellt. Ne? So, nächstes Jahr, Yvonne, ist jetzt dein erstes Jahr, du musst jetzt auch 1 Million machen. Und ich so... Also da war ich noch niedrig sechsstellig, da hatte ich vielleicht so 200k, 180 oder was weiß ich, was davor gemacht. Da dachte ich mir so, oh geil, was ist denn das für eine Challenge? Also es hat so in mir was geweckt, ne? Es hat auf einmal angefangen zu kribbeln. Es war auf einmal so, oh yeah, geil, ne? Ich trete dich für an. So wir waren vollkommen betrunken, ne? Wir haben Weihnachten immer mit viel Wein und Champagner. Und dann kam diese verrückte Idee und dann am Ende, ich weiß noch, ich stand auf dem Holztisch und habe mir die 1 Million erstmal in jede Zelle meines Körpers getanzt. Also und wie? An dem Weihnachtsfest? Ich stand auf dem Tisch und habe getanzt und habe mir die 1 Million in meine Zellen getanzt. und dann bin ich dafür angetreten. Und dieses Jahr war das für mich, mit den meisten Challenges herausforderndstes Jahr. Ja. Der erste Launch ging los, den wir hatten, ich war mega excited und ich wusste, okay, 1 Million, ich trete hier an, ich will richtig gut verkaufen. Und ich bin extra nach Dubai geflogen, habe mir davor meine erste Chanel-Handtasche gekauft, weiß ich noch. Und um so eine geile Energie aufzukommen und dann hatte ich Covid. Ah, genau. Und dann hatte ich Covid, aber wie, ich war tot, ich lag im Bett, ich war wirklich, also mich hat es so erwischt gehabt. Und mit Kreislauf und allem drum und dran. Ich habe dann aus dem Bett über den Messenger und so kurz immer so gerade so aufgerafft zum Telefonieren. Irgendwie so, ich habe keine Stimme. Und ich habe es echt gemanagt, damit zu verkaufen. Ne? So eine halbe Stimme, keine Energie, Fieber, 40 Grad. Aber ich wollte, ne, ich wollte diesen Launch nicht verpassen. Und dieses Jahr hatte so viele Challenges. Das war so verrückt, wo ich dachte, oh mein Gott. Und ich war so... auch in diesem ganzen, ich habe dann gar nicht mehr dann zwischendurch an diese 1 Million gedacht, aber es war alles so aufregend, viel passiert, wir hatten tolle Workshops gemacht und na ja, die Jahre bei uns sind immer aufregend, ne? Bei uns passiert immer so viel und ich war auch so richtig busy, es war so ein richtig busy Jahr und am Ende des Jahres, weiß ich nicht mehr, ich war mit Katharina unterwegs, wir waren irgendwo, ich weiß gar nicht mehr und die guckt mich so an und sagt so, Yvonne, weißt du eigentlich, dass du dieses Jahr deine erste 1 Million gemacht hast? Und ich so, was? Echt jetzt? What? Also irgendwie war es dann auch logisch, weil ich echt viel gegeben habe. Ich habe so reingehauen. Wir haben so viel auch gemacht. Ich habe
In dem Jahr habe ich auch das erste meine, ich bin ja bei unserem im Vertrieb, meine erste Umsatzmillion in einem Launch gemacht. Also ich habe so viele Programme verkauft, dass ich 1 Million Umsatz gemacht habe, was mich natürlich auch, also das sind Momente, wo ich dann richtig, wow, so angefixt bin. Und die Million war dann irgendwie so, ja, ja. Es war so die logische Schlussfolgerung. Da war Freude, aber da war so, es war nur eine Zahl am Anfang. Ne? Ja, ja. Okay. Aber was ich cool finde, was du jetzt gerade sagst, weil ich habe für mich überlegt, ich als total strukturierter Excel-Fan, ja, ja. Ich hätte wahrscheinlich, aha, 1 Million als Ziel, also tun wir jetzt mal genau jede Einnahmen aufschreiben. Ja. Und wenn ich dir so zuhöre, dann entsteht bei mir eher das Bild von, okay, ich setze mir ein geiles Ziel, ich tanze es mir in den Körper, cooler Tipp. Und dann lasse ich das einfach los. Ja. Und ich gehe jeden Tag dafür, Launch und Covid interessiert mich nicht. Ja. Das Außen will es gerade anders, aber ich gehe weiter und du machst einfach und du hast Spaß und da ist Herausforderung und alles. Und plötzlich stellst du fest, die Million ist da. Mhm. Also nicht geplant, nicht kontrolliert, sondern das Ziel gesetzt, loslassen, umsetzen, Spaß haben und so ist sie gekommen. Ja. Ja, ist wirklich so. Also ich kann mich an kein Jahr erinnern, was nicht Spaß gemacht hätte. Ja. Das ist meine Aufgabe Nummer 1, Spaß haben. Mhm. Und ich bin immer der Meinung, Freude zieht Geld an und so funktioniert es auch. Ja. Und jedes Jahr kommt sie ja auch wieder. Also die Million ist ja jedes Jahr da, die klopft immer an die Tür. Und ich weiß, ich will auch Spaß dabei haben. Also ich bin die Letzte, die sich irgendwie kasteien will dafür. Ich will, das ist für mich so die höchste Form von Freiheit. Mhm. Ich mache, was ich will, wie ich es will, wann ich es will und ich verdiene dabei auch noch nicht viel Geld. Ja. Weil sobald da irgendwie so diese Kontrolle reinkommt, oh, ich muss jetzt diesen Monat aber so und so viel. Oh, jetzt bin ich im Hintertreffen, ich habe diesen Monat weniger gemacht, ich muss nächsten Monat mehr machen. Ja, das gibt mir Druck, das nimmt mir die Freude, das nimmt mir den Flow, dann bin ich raus. Ja. Aber wenn ich weiß, und nochmal, das ist für mich Freiheit, ich habe Spaß daran. Wir haben geile Kunden. Wir haben Spaß mit dem, was wir tun. Wir machen coole Workshops. Wir sind ein Beitrag. Und da ist mein Fokus. Wie kann ich jetzt am meisten Freude und Spaß haben? So, jeder Tag muss für mich irgendwie so ein kleines Abenteuer sein. Mhm. Und dann kommt es. Dann kommt es. Jetzt habe ich aber mal eine kritische Frage. Ja, gerne. Wenn ich dir so zuhöre, und vielleicht geht es dem einen oder anderen, der uns zuhört, auch so. Ich denke mir so, oh, was für ein Leben, wie cool, wie genial, wie das sein muss und so. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, brutal ehrlich, ja. Man sagt ja, jede Medaille hat 2 Seiten. Mhm. Also jede Medaille hat auch eine Kehrseite. Mhm. Was ist deine Kehrseite der Million? Also gibt es eine? Ja, vielleicht ja nicht. Und wie erlebst du sie? Wie zeigt sie sich bei dir? In Schubladen. Aber nicht, dass ich jemanden in Schubladen stecke, sondern ich habe für mich gemerkt, auf diesem Weg, das mache ich jetzt nicht an der Million fest, ne? Aber das mache ich jetzt dann fest, dass andere Menschen das triggert. Ja, ich meine, ich gehe jetzt ja nicht raus und sage, ach, und übrigens, ich habe 1 Million, ne? Oder ich mache jedes Jahr meine Million. Das ist ja nicht so, ne? Ich prahle jetzt nicht damit, dass ich, weiß ich nicht, Immobilien habe und dies und das. Aber Menschen beobachten uns und die sehen, was du für ein Lifestyle hast. Und also erstmal hat sich drastisch mein Umfeld aussortiert, ohne dass ich das jetzt wollte, sondern also Menschen haben mir halt den Rücken auch zugewandt. Ich habe, also am Anfang war dieser Weg für mich mit dem eigenen Business sehr einsam. Also ich habe ganz schnell gemerkt, ich bin damals gestartet mit einer Freundin, die hatte auch ihr eigenes Business. Und wir waren so beide auf unserem Weg und irgendwann fing ich an, weil wir haben beide immer so, oh, ich nehme jetzt 70 Euro die Stunde, oh, ich nehme jetzt 90 Euro die Stunde, oh, ich nehme jetzt 100 Euro die Stunde. Wir haben es immer so ein bisschen hochgepokert. Und irgendwann kam ich da drauf, ich mache jetzt Hochpreis-Coaching. Mhm. Da sind bei der sämtliche Sicherung durchgebrannt und dann kamen Vorwürfe, du bist gierig und wie kannst du Menschen so viel Geld aus der Tasche ziehen und Geld macht dich nicht zu einem besseren Menschen, bla 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 bla. Die hat sie mir damals dann auch wirklich die Freundschaft gekündigt, auch wirklich so auch mit diesen Worten. Ne? Das war für mich voll hart. Aber irgendwie wollte ich trotzdem nicht loslassen an dem, dass ich für mich mir ein anderes Leben kreieren möchte. Ich war in meiner Selbstständigkeit im eigenen Hamsterrad. Mit meinen 100 Euro die Stunde war zwar schon gut, ja, ich weiß, war das schon höher als viele andere, aber ich musste auch echt viel arbeiten, um dann auf einen gewissen Stand zu kommen.
Und das wollte ich nicht für mich. Ich hatte richtig, richtig Bock und ich war damals auch so angefixt. Deswegen bin ich ja dann auch überhaupt zu Fortune Family gekommen, als ich gesehen habe, was alles möglich ist. Es hat so einen ganz neuen Horizont aufgemacht. Ich so, boah, ich will mehr davon. Und ja, dann habe ich, okay, dann ist das jetzt mein Weg. Und das ist mir immer wieder begegnet. Auch viele Glaubenssätze, die damit bei mir einhergingen, die ich loswerden durfte, dass es als Frau, die im Wohlstand ist, auch nicht möglich ist, dann einen Mann zu finden. All diese Themen, da durfte ich selbst an mir arbeiten. Also es bringt immer auch Kehrseiten mit sich, weil es hat auch meine Komfortzone gesprengt. Mhm. Immer wieder. Und es ist einfach ein Weg, ein Wachstumsweg, wo ich auch an mir immer wieder feststelle, oh Yvonne, da limitierst du dich aber auch noch ganz schön. Oder hast Glaubenssätze davor, gerade was jetzt auch die Partnerschaft am Anfang angeht. Natürlich habe ich nur Männer angezogen, die das gar nicht gut fanden, dass ich mehr als die verdient habe. Das war dann ganz klar. Genau die, weil das habe ich ja auch erwartet, dass es passieren wird. Und genau die habe ich auch angezogen, die nicht damit klarkamen, dass die Frau erfolgreicher ist. Was mir egal war, aber denen nicht. Und das durfte ich loslassen. Dann auch festzustellen, okay, es dürfen auch andere Freundschaften entstehen, neue Freundschaften. Ich bin viel selektiver geworden, was mein Umfeld angeht, was mir auch gut tut. Aber trotzdem habe ich auch, ja, ich mache gerne viel Sport, da habe ich auch Freunde, mit denen, da geht es dann gar nicht darum, da geht es dann einfach um ganz andere Themen. Also wenn ich dir zuhöre, könnte man denn sagen, dass diese Kehrseite, wie du sie erlebt hast, eigentlich nur immer eine kurzfristige Kehrseite ist und dann ist damit immer Entwicklung verbunden, Wachstum verbunden, wieder die eigene Komfortzone wieder sprengen, neue Felder und Räume, die sich eröffnen. Ja, absolut. Und ich muss auch an ein Jahr zurückdenken. Also wenn man jetzt Tony Robbins kennt, er nennt es so Power God Status. Mhm. Ja, ich war auch in diesem Power God Modus, wo dir das schon so ein bisschen auch so über die, weiß nicht, über dich hinauswächst, ne? Und auf einmal schmeißt du mit dem Geld um dich und lebst es auch mal so richtig aus und denkst, dir gehört die Welt, ja. Und ja, da habe ich aber auch wieder gemerkt, so, das sind so Phasen, ne? Dann wächst du da durch, dann irgendwann kam ich so auf die Idee, hey, ich kann jetzt auch richtig Sinnvolles damit machen. Und das sind so, ich sag mal, auf dem Weg, gerade hier in diesem Coaching-Business, du fängst an, dann bist du, ne, dann kommen so die ersten Hindernisse mal, oh, Sichtbarkeit, dann diese Grenze, oh, jetzt werde ich mal fünfstellig, dann kommt die Grenze, dann werde ich vielleicht mal hoch fünfstellig, 50, 60k in einem Monat, dann mache ich mal 100k und so. Das sind alles Wachstumsschritte, die wir mitnehmen müssen, die dazugehören und die sind auch gut und wichtig. Denn da wird das System, ne, das richtet sich dann immer so aus und es geht immer weiter, immer weiter. Und heute mit den Learnings, die ich auf dem Weg gemacht habe, und ich weiß, wie es ist, im Minus auf dem Konto zu sein. Ich war da. Also mir wurde das hier nicht in die Wiege gelegt. Ich war Minus auf dem Konto lange Zeit in meiner Selbstständigkeit. Da habe ich ewig rumgekrebst mit meinen vielleicht 2000 Euro, von denen ich gerade so überleben konnte. Steuernachzahlung. Also ich habe wirklich auch alles mitgenommen. Dann dieser, okay, jetzt Millionen da, Power-God-Status, das und das, alles mitgenommen. Aber heute weiß ich, all diese Erfahrungen, all diese Stages waren so wichtig, um dahin zu kommen, wo ich heute bin und es wirklich auch genießen zu können und einfach auch sagen zu können, und das hätte ich früher nicht, ich bin stolz auf mich. Und da hat sich auch mein Selbstbild total verändert und weiterentwickelt. Nochmal, das eine ist nur eine Zahl, aber was das mit dir selbst macht. Hey, ich bin diesen Weg gegangen. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe an mich geglaubt, sonst wäre das alles nicht passiert. Und dann zu wissen, wow, du hast ja auch echt einiges geschaffen und sagen zu können, ich bin mir selbst dankbar, aber ich bleibe auch immer in der Demut, weil ich weiß, wo ich herkomme und es war. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Und was da ja noch dazu kommt, ist, all das, was du selber erlebt hast, kannst du deinen Kunden wieder mitgeben. Also du weißt, dadurch, dass du den Weg vorangegangen bist, als Leuchtturm, kannst du unsere Kunden jetzt auch da begleiten, weil die gehen ja auch durch einen Weg. Absolut, absolut. Und ich habe nur gerade für mich so gedacht, unsere Facebook-Gruppe heißt ja als Coach in den Wohlstand. Und eigentlich war das jetzt gerade so ein Gespräch über den Wohlstand, wie er entsteht, wie er sich anfühlt,
was er für Wachstumsfelder mit sich bringt, aber auch, was einfach alles möglich ist, wenn man sich ja, als Coach auch wirklich alles erlaubt und große Ziele hat. Absolut, ja. Mega schön. Wow. Meine Liebe, ich danke dir für diesen Einblick. Danke dir für die Fragen. Wie es ist, so früh schon so erfolgreich zu sein und mit dem, was man tut, was man leidenschaftlich tut. Und ich kenne dich ja gut, du bist ja Business Coach, wirklich aus Leidenschaft. Ich kann es nicht anders sagen. Rund um die Uhr, egal ob Samstag, Sonntag oder Montag, spielt gar keine Rolle. Da waren ganz viele spannende Erkenntnisse drin. Ja, und wenn du jetzt merkst, ich bin zwar schon ein bisschen älter als 35 oder ich bin noch jünger als 35, aber das wäre schon cool, auch dahin zu kommen. Und wenn du große Ziele hast, dann würde ich sagen, buch dir doch einfach ein Gespräch bei einem unserer wunderbaren Mentoren. Du findest in den Shownotes unter diesem Podcast den Calendly-Link, wo du dir einen Termin aussuchen kannst. Und da gucken wir mal mit dir, wo du gerade stehst mit deinem Business, was deine Ziele sind und wie wir dich auf dem Weg zu dieser ersten Million begleiten können. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Tschüss. Tschüss. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.